Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch zum kleinen Wochenendorakel. Das heißt für das Wochenende 8. und 9. Juni 2024. Ja, ihr Lieben, die Legung heute gestaltet sich so: Es gibt eine Überschriftskarte, diesmal aus dem Krafttier-Orakel-Deck, die zweite Auflage. Dann lege ich heute, mache ich eine Legung mit den wunderschönen Psycho-Futura-Karten von Carola Winter. Und diese werde ich am Schluss noch abdecken mit 2 oder 3 Sacred Forest-Karten aus dem Deck von Denise Lynn. Genau. Ja, ihr Lieben, wir schauen, welches Krafttier begleitet uns am Wochenende? Da haben wir die Schnecke. Hören wir ja immer nicht so gerne. Langsamkeit. Schalte einen Gang zurück. In der Ruhe und Gemächlichkeit liegt eine enorme Kraft. Ja, ich glaube, das ist so ein Spruch, den mögen wir alle nicht. Ja, den belächelt man auch oft, wenn irgendjemand sagt, Mann, sei doch nicht so ungeduldig, in der Ruhe liegt die Kraft. Dann denkt man manchmal, also was du jetzt hier erzählst, wenn man selber schon so angespannt ist, will man solche Bemerkungen eigentlich nicht. Aber andererseits muss man erkennen, da ist schon was Wahres dran, ne? Manche Dinge gelingen viel, viel besser, wenn man mit Ruhe und Gelassenheit rangeht, als wenn man etwas spontan unbedingt jetzt gleich und sofort umsetzen möchte. Wir schauen mal, welches Thema begleitet uns denn hier am Wochenende? Ich warte auf die erste Karte, dass sie springt. Wow! Und alle weiteren nehme ich von oben. Das ist nicht gerade eine schöne Karte, aber ich denke, da passt das genau dazu. Schalte einen Gang zurück. Hier ist etwas, was uns wütend macht. Hier ist etwas, worauf wir warten, was sich nicht so umsetzt, wie wir wollen. Komm zurück in die Eigenliebe. Vielleicht ist es auch etwas, was ihr für euch unbedingt erreichen wolltet. Etwas vielleicht an euch verändern wolltet. Und das ist jetzt nicht so ausgegangen, wie erhofft. Ihr seid wütend darüber, ihr ärgert euch und sagt, wenn es jetzt ein ganz simples Beispiel, ihr wart beim Friseur und schaut jetzt in den Spiegel und werdet richtig wütend und sauer und denkt, ey, was hat die denn mit meinen Haaren gemacht? Hier. In der Ruhe und Gemächlichkeit liegt Kraft, um wieder in die Eigenliebe zu kommen. Erkennt doch, dass vielleicht genau diese Frisur es jetzt ist, die euch in ein ganz anderes Bild rückt, was ihr vielleicht noch gar nicht erkennt. Aber schaut in den Spiegel, lächelt euch an und sagt euch, na gut, mal schauen, was die Umwelt dazu sagt. Nehmt es an. Nutzt eure eigene Kraft. Nutzt, ja, ein bisschen auch euren Einfluss. Indem ihr vielleicht auf die Menschen zugeht und sagt, sieht das nicht toll aus? Ich habe mich diesmal für die und die Sache entschieden. Ihr nehmt damit den Wind aus den Segeln. Extrem negativ zu reagieren, bringt euch selbst ein. Ihr habt zum Beispiel einen Vater oder einen älteren Menschen an eurer Seite, der euch unterstützt, der euch Mut macht, der sagt, du bist schön, auch mit einer neuen und völlig veränderten Frisur. Erkenn es an. Folge einem wunderbaren Angebot, was sich vielleicht auch durch ein völlig neues Äußeres für dich ergibt.
Erkenne damit den Weg in die Freiheit. Einen Weg in die Freiheit, der vielleicht in manchen Situationen nicht gegeben war. Vielleicht auch Angebote im Berufsbereich. Auch da kann ein verändertes Äußeres dir vielleicht zu einem neuen Angebot verhelfen, das dir hilft, wieder frei zu werden. Frei zu werden und den üblen Nachreden, die dir vielleicht vieles im Leben erschwert haben, aus dem Weg zu gehen. Diese üblen Nachreden endlich hinter dir lassen zu können. Neue Hoffnung schöpfen. Neue Hoffnung schöpfen und erkennen, das ist mein Weg in die Freiheit. Erkennen, welche Schwingungen gehen denn von dir aus? Welche Schwingungen ziehen die Menschen an? Oder welche Schwingungen schieben die Menschen aber auch weg von dir? Wie zeigst du dich und dein Äußeres? Zeigst du es mit einem Lächeln oder zeigst du es mit gesenktem Blick? Das ist ein Äußeres deiner Schwingungen. Hab wieder Vertrauen. Hab Vertrauen zu dir, zu deinem Selbst und zu den Menschen in deiner Umgebung. Denn nur mit dieser Art des Vorangehens lässt du auch die Einsamkeit hinter dir. Vielleicht bist du dessen dir gar nicht bewusst, dass du in einer gewissen Einsamkeit verharrst. Erkenne es und bleibe und komme ins Vertrauen, dass hier vieles auf dich wartet, was dir raushilft aus deiner Einsamkeit. Es werden viele Menschen sich äußern und dir zeigen, dass sie dich festhalten wollen, dass sie dich lieben. Aber beweise deinen Mut. Beweise deinen Mut, wenn es dich in andere Richtungen zieht. Beweise deinen Mut zu sagen, jetzt muss ich mich lösen. Ich muss mich lösen und vielleicht auch einem Herzensmann zuliebe. Vielleicht müsst ihr neue Wege einschlagen für die Liebe eures Lebens. Das entscheidet ihr. Aber wenn ihr diesen Weg wählt, werden viele Menschen um euch herum Masken fallen lassen. Viele Menschen um euch herum werden ganz anders reagieren, wie von euch erwartet. Ihr müsst bereit sein, Hilfe von Menschen, die euch wohlgesonnen sind, diese Hilfe anzunehmen und wirklich zu erkennen, wer es ehrlich meint. Wer trägt die Maske? Wer ist unehrlich? Verliere nicht dein positives Denken. Versuche durch deinen Mut wirklich in eine positive Denkweise zu kommen. Du hast genügend Menschen, die dir helfen, die dich unterstützen, denn diese hast auch du schon oft unterstützt. Das heißt, du hast hier treue, loyale Menschen an deiner Seite, wo du bereit warst, für sie da zu sein. Und du bekommst das jetzt zurück. Komm raus aus einem Schatten. Du musst dich nicht verstecken. Du musst nicht deine Gedanken hinter dem Berg halten. Im Gegenteil, sprich aus,
was dich belastet. Sprich aus, was dich bewegt. Und wenn es, wie ich hier oben schon sagte, auch bei dem einen oder anderen einen Jobwechsel mit sich trägt. Du gehst damit viel Missgunst aus dem Weg. Du hast vielleicht in deinem jetzigen Berufsumfeld oder Nachbarschaftsumfeld, wo auch immer, du warst vielen üblen Nachreden ausgesetzt. Du hattest immer wieder so das Gefühl der Einsamkeit. Man hat dir oft seinen Neid gezeigt. Du solltest wirklich bereit sein, die Hilfe anzunehmen, um einfach wieder in deine Lebensfreude zurückzufinden. Es ist für dich bereit, auch wenn es langsam vorangeht. Du sollst wieder in deine Lebensfreude zurückfinden. Und das sowohl innen wie auch außen. Das heißt, du sollst auch dieses Gefühl des Glücks und der Freude auch innerlich wieder wahrnehmen, erkennen. Auch wenn es ein langer Weg ist, der Weg bei dem jetzigen Wechsel, der sich hier zeigt, vor dir liegt und der langsam wirklich in Gang kommt, auch wenn es ein langer Weg ist, begrüße ihn. Begrüße ihn und vertraue darauf, dass es hier in erster Linie um dich geht. Es geht in erster Linie um dich als Fragesteller, um dich als Hauptperson. Es geht um dich und darum, dass du wieder geheilt bist, dass dein Inneres, dein Äußeres, dass alles wieder in die Heilung geht und schaut euch das an und dass ihr wieder zum Glück zurückfindet. Ihr werdet wieder zum Glück zurückfinden. Vertraut darauf. Geht in eine innere Einkehr und werdet euch im Klaren darüber, welcher Weg hier der richtige für euch ist. Schaut dahin, dass ihr wirklich in die Eigenliebe zurückfindet, dass eure innere Wut jetzt ein Ende hat. Macht euch Luft, sagt, was euch nicht gefällt und nehmt Angebote, die man euch entgegenbringt, nehmt sie an. Erkennt damit den Weg, wieder die Freiheit zu genießen, den üblen Nachreden zu entgehen, neue Hoffnung zu schöpfen, ins Vertrauen zu kommen, rauszukommen aus Einsamkeit, den Mut haben, Menschen, die einen festhalten wollen, auch Nein zu sagen. Vielleicht einem jungen Herzensmenschen folgen oder aber auch bei einem Herzensmann die Masken erkennen. Das sind wieder zwei Varianten. Nehmt auf jeden Fall Hilfe an. Hilfe, um auch Unehrlichkeiten besser zu erkennen. Denkt positiv. Und egal, um was es geht, auch wenn es einen Jobwechsel beinhaltet, ihr könnt nur an Lebensfreude gewinnen. Und das sowohl innen wie außen. Und auch wenn es noch ein längerer Weg ist und es langsam wirklich nur vorangeht, vertraut darauf, hier wartet Heilung und Glück. Eine wunderbare Aussage zum Wochenende. Natürlich wiederum mit dem Hinweis, das wird jetzt nicht alles am Wochenende passieren, logischerweise. Es ist eine allgemeine Legung. Und man muss sich immer darüber im Klaren sein, das Universum ist zeitlos. Wir Menschen legen die Zeit fest. Ich sage, es ist eine Wochenendlegung. Aber das Universum entscheidet, wann diese Aussagen der Legung hier für euch wirklich eintreffen. Wenn es so ist, dann werdet ihr wissen, es ist für euch bestimmt. Also macht es nicht passend
horcht in euch rein und erkennt, wann es eure Legung ist. Und hier haben wir zum einen die Karte Zauber des Mondlichts. Eine wunderschöne Karte, wie ich finde. Und die verzauberte Wiese, Heiligtum und Magie. Das ist beides sehr passend, weil ich denke, es weist beides auf den Inhalt der Aussagen hin. Und wir schauen mal hier. Zauber des Mondlichts. Glaube an Magie. Du bist ein Wesen, dem von der geistigen Welt kraftvolle, mystische Botschaften zugeraunt werden. Lausche ihnen. Lass dir Zeit dafür. Gestatte es der lichtvollen, empfangenden Energie des Mondes, deine Kreativität zu erwecken. Du wirst besondere Botschaften erhalten und eine spirituelle Botschafter werden. Also, vielleicht erweckt auch bei dir, erwacht der siebte Sinn. Erwacht der siebte Sinn, der dich Dinge erkennen lässt. Schneller und detaillierter wie die Menschen um dich herum. Und die Botschaft der die verzauberte Wiese, schöpfe Energie aus der Quelle in dir. Sei anderen eine Zuflucht, gehe in dich und lausche der Stimme deiner Seele. Falls du dich mit Problemen oder Schwierigkeiten auseinandersetzen musst, gönne dir eine Auszeit. Ziehe dich zurück, ruhe aus und entspanne dich. Vielleicht brichst du sogar zu einer Urlaubsreise oder einem Retreat auf. Ja, das ist hier die Frage, ne? Gehst du auf eine Reise? Bist du bereit für einen Jobwechsel? Nimmst du diesen langen Weg in Kauf, um aber wirklich in die Heilung zu kommen und dein Glück zu finden? Ich wünsche uns allen ein fantastisches Wochenende. Danke euch für jeden Daumen hoch, für jeden netten Kommentar und natürlich fürs Aktivieren des Glöckchens und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe für euch. Bis bald.